Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich hier von der TU Dortmund, Bereich Behinderung und Studium, DOBUS, wie Sie sehen hier noch aus dem Homeoffice. Und ich bin echt super erfreut, dass hier so viele Leute irgendwie den Weg, Kolleginnen und Kollegen hier zu dieser kleinen Digi-Snack-Bar gefunden habt. Das ist gleich ein bisschen eine Herausforderung, glaube ich, für unser praktisches Vorgehen. Aber genau, wir sind erstmal im Tagesordnungspunkt Vorstellung. Wie gesagt, mein Name ist Carsten Bender. Ich leite hier seit ungefähr 3 Jahren an der TU Dortmund im Bereich Behinderung und Studium. Wir beschäftigen uns an der TU Dortmund schon seit knapp oder über 40 Jahren damit, wie man chancengleiche Studienbedingungen für Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, mit Behinderung herstellen kann. Und ein Thema gerade in den letzten Jahren ist immer zunehmend die Relevanz eben der digitalen Barrierefreiheit sozusagen deutlich gestiegen. Und da haben wir sowohl in unseren Angeboten für Studierende und Lehrende jetzt in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt zu aufgebaut. Ich glaube, unsere Arbeit zeichnet ein Stück weit aus, dass wir probieren, sehr konkrete Hinweise den Kolleginnen und Kollegen zu geben. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, heute eben dieses Thema mit Ihnen sehr praktisch, sehr angemessen zu bearbeiten. Und ich glaube, eine Arbeitsweise, die Sie heute auch von uns erleben, ist immer, dass wir Kolleginnen, Studierende mit eigener Behinderungserfahrung zu beteiligen. Und so ist auch die Situation, dass ich Ihnen noch die Information am Anfang gebe, dass ich selbst blind hochgradig sehbehindert bin und sozusagen diese Erfahrung wir ein Stück weit auch, ich das einbringen werde oder wir nutzen werden in diesem Workshop. Und gemeinsam mache ich den Workshop, da freue ich mich ganz besonders mit der Anne Pferdekämper, die sich jetzt mal vorstellt. Genau, vielen Dank. Also vielen Dank, Carsten, für die Einführung und auch vielen Dank, Frau Vosnakur und Frau Rabbel, für die Einführung unseres Angebotes heute und die Möglichkeit, dass wir uns heute unsere Arbeit vorstellen können und mit Ihnen auch gemeinsam weiterentwickeln können. Mein Name ist Anne Pferdekämper. Ich koordiniere an der TU Dortmund das Projekt DoProfil. Das ist das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte LehrerInnenbildung, was über die qualitätsoffensive Lehrerbildung vom BMBF gefördert wird. Und wir fangen mal direkt an mit unseren Folien. Dafür gebe ich einmal meinen Bildschirm frei. Und Sie müssten jetzt unsere Eingangsfolie sehen. Also mit dem Titel, was soll mir dieses Bild sagen? Erstellen von Alternativtexten für Abbildungen im Kontext digitaler Bildungsangebote. Wir machen das Angebot heute gemeinsam, Carsten Bender und ich, und wir haben uns beide gerade schon vorgestellt. Deswegen würde ich einmal auch über diese Folie drüber switchen und direkt auch mit unserem Thema anfangen. Also warum sind Alternativtexte wichtig? Was bedeuten Alternativtexte auch im Kontext digitaler Bildungsangebote? Warum sollten wir Alternativtexte anbieten und zur Verfügung stellen? Und ich glaube, da kann Carsten am besten aus seiner Sichtweise ein bisschen näher, praxisorientierter ein paar Hinweise geben. Genau, also ich fange mal von meiner Sichtweise an. Eben halt als zum Beispiel ich nutze irgendwie digitale Angebote, sei es Webseiten, sei es Apps, sei es PowerPoint-Präsentationen, vorwiegend irgendwie mit Hilfe einer Sprachausgabe, die mir natürlich ohne Probleme textbasierte Inhalte vorlesen kann. An Grenzen stößt die natürlich immer dann, wenn grafische Abbildungen eingefügt sind. Es gibt heute schon automatisierte Verfahren zur Bilderkennung, die können mir vielleicht auch mal sagen, heutzutage, da ist ein Kind, was an einem Tisch sitzt oder da steht ein Weihnachtsbaum oder so Sachen, kriegen die schon hin. Die Erfahrung zeigt aber das Aktuelle und ich denke mal auch auf absehbare Zeit für Abbildung in Bildungskontexten, wie wir sie gerade in der Hochschulbildung haben, in der Regel diese automatisierten Verfahren noch nicht die Art von Informationen liefern, die sozusagen Lernende brauchen, um Bilder zu erfassen. Deswegen ist es immer auch heutzutage noch eine gesetzliche Vorgabe, wenn Sie Webseiten erstellen, dass Sie einen Alternativtext einstellen sollen, aber auch unserer Auffassung sollten Sie das auch tun bei allen anderen Bildern, die Sie in
Präsentation in mobilen Apps, wo auch immer Sie arbeiten, das machen. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die gesetzlichen Vorgaben eingehen und auch nicht, wie das technisch geht, weil das Schöne ist sozusagen, dass in der Regel alle Tools mit zur Erstellung digitaler Angebote oder die meisten oder auch die Software bei MS Office und so weiter die Möglichkeit bietet, dass Sie, wenn Sie ein Bild einstellen in Ihre Anwendung, auch da einen Alternativtext einfügen können. In der Regel hilft da eine Google-Suche nach einer Anleitung durchaus weiter. Sondern wir wollen, wie Sie ja schon sehen auf der Folie heute, tatsächlich einen Schwerpunkt eher auf die inhaltliche Seite legen. Also was macht ein guter Alternativtext aus? Wie sollte der gestaltet sein? Was muss man daraus beachten? Da würden wir jetzt in den nächsten Minuten noch anhand wirklich zweier kurzer Folien diesen Input machen. Und dann wäre der nächste Schritt, sagen, dass Sie auch mal das mit einem Bild selber ausprobieren können. Genau, die Folie mit den vier Regeln haben wir schon geteilt. Ich würde Ihnen aber auch parallel einmal einen Link zu und einem Padlet zur Verfügung stellen, wo Sie die Folien auch nochmal als Datei hinterlegt finden und noch weitergehende Informationen. Also da haben wir auch ein paar Links zur Verfügung gestellt, das, was Carsten gerade schon angesprochen hat. Es gibt ein paar gute Anleitungen von Kolleginnen an anderen Hochschulen zur Umsetzung barrierefreier Dateien und eben auch, wie man eben in den Programm Alternativtexte eingibt. Und dann würden wir jetzt tatsächlich mit unseren vier Regeln für Bildbeschreibungen im Bildungskontext starten. Die erste Regel wäre sozusagen, einen allgemeinen Eindruck zu geben. Das meint so, mit einem kurzen, knappen Satz mal sozusagen das Bild zu beschreiben, einen Überblick, einen ersten Eindruck über das Bild zu geben. Was wir auch an dieser Stelle empfehlen würden, ist, man kann durchaus auch die Art der Abbildung sozusagen an diesem Punkt nennen. Also sei es, ist es irgendwie ein Foto, ist es eine Grafik, ist es wie auch immer. Ich denke, Sie verstehen, was Sie meinen. Ne? Und eben halt hier beim ersten kurzen Satz eben so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Dann, wenn wir jetzt wirklich über Bilder im Bildungskontext sehen, gibt es in der Regel in der Hochschullehre bei Vorlesungsmaterialien, bei Skripten und so weiter eine fachliche Perspektive. In der Regel kommen wir mit einem Satz nicht hin, sondern dann ist notwendig, nochmal eine detailliertere Beschreibung zu geben. Und natürlich im Bild, Sie können ein Bild auf oder eine Darstellung auf sehr viel verschiedene Art und Weisen beschreiben. Und sozusagen, wie Sie hier den Fokus legen, hängt in der Regel von Ihrer fachlichen Perspektive ab. Also was wollen Sie, welchen Lerngegenstand, welches Thema wollen Sie thematisieren? Und da in der Regel empfehlen wir auch gegebenenfalls schon das Fachvokabular zu nutzen, was hier relevant ist. Und manchmal ist es notwendig, vielleicht auch nochmal Begriffe zu nutzen, die in der Abbildung auftauchen. Da würden wir empfehlen, die dann eben dadurch zu kennzeichnen, dass Sie die in Anführungszeichen setzen. Die dritte Perspektive wäre eben halt noch mal stärker auf die Lehre bezogen. Also unsere Idee ist, man gibt einen ersten kleinen Satz, man macht vielleicht eine etwas ausführlichere Beschreibung mit dieser fachlichen Perspektive. Häufig gibt es aber ja eine Aufgabe, ein konkretes Lernziel, sozusagen wo man dieses Bild benötigt, diese Abbildung. Sich dann noch mal zu fragen, naja, wenn die Aufgabe, also kann ein Studierender, der nur diese Beschreibung hat, die Aufgabe, die sie verfolgt, in der Lehrveranstaltung bewältigen. Oder, was häufiger auch schon mal oder ein Thema ist, naja, manchmal sollen die Studierenden eben einen Graphen interpretieren, ein Bild interpretieren, bestimmte Ergebnisse hervorbringen. Wenn ich einen Alternativtext mache, habe ich möglicherweise da schon die Lösung vorweggenommen. Eben diese didaktische Perspektive nochmal zu berücksichtigen, sagen, ist die Aufgabe bewältigbar und gut lösbar, alleine auf Basis dieses Alternativtextes. Und der letzte Punkt nochmal ist, so ein bisschen zu schauen, die Abbildung steht ja nicht irgendwie im leeren Raum, sondern ist ja Teil eines
einer Präsentation, einer Webseite, eines Moodle-Kurs, wie auch immer, zu nochmal zu schauen, naja, welche Informationen gibt es? Gibt es vorher möglicherweise schon eine ausführliche Beschreibung im Text, sowieso dieses, was Sie beschreiben wollen? Dann können Sie natürlich darauf Bezug nehmen. Welche Informationen gibt möglicherweise der Untertitel oder der Titel der Abbildung, um sozusagen diese Themen nochmal zu beachten, dass man nicht so viele Redundanzen erzeugt. Genau, das wären sagen die Do's, die Sie berücksichtigen sollten. Und jetzt haben wir auch noch sozusagen drei Don'ts aufgeschrieben, die relativ, glaube ich, einfach sind, was man eher vermeiden sollte. Und das Wichtigste ist eben aus Angst, das gilt generell bei allen Themen rund um Barrierefreiheit, aus Angst, etwas falsch zu machen, ganz auf die Bildbeschreibung zu verzichten. Das sollte man natürlich niemals machen. Hauptsache, Sie beschreiben möglichst viele Inhalte zu Ihrem Bild und dann haben Sie schon einen großen Part erledigt. Das zweite Don't ist, auf eine Bildbeschreibung zu verzichten, weil man der Auffassung ist, das Bild ist eigentlich gar nicht so wichtig oder es ist rein dekorativ oder es ist eben für den Lernzuwachs nicht notwendig. Dadurch hält man eben Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, mit Blindheit viele Informationen vor, was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Und das dritte Don't ist eben, am besten auf Formulierungen wie auf dem Bild sieht man, in der Grafik wird dargestellt, zu verzichten, beziehungsweise genau diese Angaben sind eigentlich total überflüssig, weil sie eben gar keine Informationen über das Bild oder die Abbildung, über die Grafik oder über die Statistik, die man als Lehrmaterial einsetzt, Informationen gibt. Genau.